Damit wieder ein recht herzlich willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal zu einer weiteren Folge Amnesia Uncut. Und in der letzten Folge sind wir ja hier hängen geblieben. Und jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Wie ging es denn hier weiter? Genau, wir brauchten Benzin. Wir hatten ja hier diesen Kanister, sag ich jetzt mal, gefunden. Glaube ich. Und irgendwas müssen wir mit dem Kanister machen, dass wir den da hinbringen. Oder die nächste Theorie, die ich hatte, weil wir haben ja hinter diesem, ja, ich sag jetzt mal, hinter diesem Tor, verbirgt sich ja eine Pumpe mit Benzin. Vielleicht, aber auch nur vielleicht, müssen wir das hier mitnehmen. Da jetzt Benzin einführen, ist auch schön. Um, dass wir den Traktor irgendwie da weggefahren bekommen, weil wir müssen, der versperrt uns leider den Weg zum Friedhof, glaube ich, ist es da, was ist da alles in der Ecke? Oder zu einem Garten. Er weiß es schon sogar. So, jetzt schmeißen wir das mal hier hin. Gucken wir mal, das war. Ich frage mich nur. Achso, wobei. Ich frage mich nur, wie ich das nachher wieder mitbekomme. Oder mit rüberbekomme. Bin ich hier richtig? Ja, ne? Oder? Genau, hier war nämlich der Tank. Und hier kann ich doch mit dem Schlauch. Ach nee, pass mal auf, du musst es doch bestimmt da hinstellen. Haha! Und jetzt befüllen wir das Ganze mit Benzin. Soweit wie es geht. Oh, schön. Diese Mausbewegung. Okay. What? Die Schweine sind. Reicht das schon? Kann ich das. Da oben lief gerade ein Schwein lang. What? Macht der das Tor hier auf? Nee, Freunde. Wir drehen hier nochmal weiter an dem Rädchen. Ah, ein bisschen schneller. So, wir können auch gar nicht in den Kanister passen, oder? Kann ich zufällig jetzt hier raus? Nee, kann ich nicht. Verdammt! Okay, wir gehen zurück. Gott, das hat mich jetzt gerade völlig erschrocken. Oh, bitte, lasst mich alle in Ruhe hier. Wir gehen hier wieder zurück. Schmeißen das Ding hier aus dem. Weite Richtung. Ich wollte gerade sagen, wo ist das Fenster hin? Schmeißen das hier raus. Ja. Gesagt, raus. So, und jetzt hier rein. Oh Gott. Und jetzt ganz schnell zum LKW. Meine Güte. Ey, gleich zum Anfang so ein Stress schon wieder. Das ist nichts für mich. So, kann ich jetzt die Kurbel hier vorne ankurbeln und den LKW. Läuft der jetzt? Kann ich jetzt hier. Hallo? Kann ich nicht? Ja, verdammt. Oder muss ich jetzt da drücken? Nee. Das kann es auch nicht sein. Hä? Oder kommen wir jetzt hier durchs Tor? Ah. Ja, und wie vermutet? Friedhof. Toll. Oh Mann. This way, Papa. Come and see. Will it hatch? Can we take it home? Yes, my darling. Of course we can take it home. Was möchte das Kind gerne mitnehmen? Doch nicht sowas, oder? Also ich habe ja auch immer noch die Vermutung, dass die Kinder, die uns. Die sind wirklich creepy. Finde ich persönlich. Genau deswegen. Meine Vermutung ist immer noch, dass die Kinder uns helfen wollen und wir verfolgt werden von einer anderen Kreatur, die wir in der letzten Folge gesehen haben. Falls ihr die letzte Folge verpasst habt, schaut sie euch unbedingt vorher an. Sonst versteht ihr, glaube ich, den größten Teil hier von nicht. Kann ich die Tür öffnen? Ach, das ist ein Fenster dahinter? Nee, oder? Hä? Ja, scheint ein Fenster zu sein. Okay. Ach so, wir sollen hier runter, noch weiter. Ja, klar. Wer will nicht schon immer mal so in die Kirche? Über den Friedhof? Das, ja. Kann man machen?
kann man auch sein lassen. Oh Gott. Ja, wirklich. So. Wir sind jetzt in der Kirche? Glaube ich. Oha. Das Spiel an sich ist wirklich gut. Was mich... Was für mich immer sehr komisch ist, ist diese Stille. So, es passiert gar nichts. So, du konzentrierst dich, bist fokussiert und guckst dich so ein bisschen um und auf einmal kommt von irgendwoher so ein richtig böser Sound. Oh, und das... Und das erschreckt mich dann schon mega heftig. So wie jetzt auch nur diese kleine Nuance, ja, diese kleine Ding. Oh. Da zucke ich erstmal schön zusammen. Das ist wunderbar. So, 23. November 1899. Zwillingskerzen, die sich nach dem Willen des Zentralheiligen winden und biegen und ihr Licht in die Ecken der Kapelle werfen. Ich dachte, Vater Jeremiah könnte ich das Geheimnis anvertrauen. Aber er ist so wie all die anderen. Dafür ist er mit seinen Schäfchen in die Käfige gewandert. Er will zusammen mit ihnen in unsere neue Welt übertreten, sagt er. Wahrlich ein echter Schäfer. Also ich hatte ja auch in der ersten Folge schon die Vermutung, dass wir hier... Das hört sich sehr nach einer Sekte an. Und irgendwie bestätigt sich das immer mehr und mehr. Ja, er hat seine Schäfchen alle in einen Käfig geholt. Warum macht man sowas? Und welche Leute machen da mit? Ja, also, na gut, also, da verschiedene. Aber warum? Okay, komm, wir hören uns jetzt erstmal an, was er hier noch zu sagen hat. Your faith shackles your vision, Professor. It is an iron coffin that keeps you from grasping the future. We require a new deity, one of steam and the wheel of magnetism and progress. The old god is nothing more than a lamed hog, spitting back offal at mankind. Okay. Ja. Nee. Der alte Gott ist... Oh Gott. Nee. Okay. Ein paar Kerzen brennen, ein paar nicht. Okay, hier geht's weiter, hier geht's nicht weiter. Oha. Okay, wollen wir mal gucken, wo geht's als nächstes hin? Okay. Die Kinder schreien wieder. Das heißt nichts Gutes. Ich glaube, wir sind dann hier an der falschen Seite. Vater Jeremiahs Tagebuch, 1. Oktober 1899. Früher musste ich die Erlösung selbst in ihrem Leben bringen. Heute aber strömen sie von selbst zu uns. Die Wärme im Winter und dem vom Mandus ausgegebenen Essen zum Dank ist meine Kirche jetzt voll und meine Gemeinde gerettet. Er ist mitten unter ihnen und sie huldigen ihm schon fast. Er gestattet ihnen nicht, in seinen Fabriken zu arbeiten und behauptet, dass seine Arbeiter für die neuen Maschinen speziell ausgebildet worden seien und dass es unverantwortlich, nein, skrupellos wäre, solch wertvolles, sehr wertvolle Leben wie die er hier sieht, aufs Spiel zu setzen. Seit Mexiko ist er ein veränderter Mann. Man kann nur lobend erwähnen, wie er angesichts einer solchen Tragödie von seinem Krankenbett aus, an das er oft gefesselt ist, eine der größten und gütigsten Wohltätigkeitsorganisationen in ganz London führt. Er ist nicht damit zufrieden, das dominierende Nahrungsmittelunternehmen Englands zu werden. Nein, er verteilt seinen guten Willen, seine Nahrung, an die Armeen, die sich in Dankbarkeit um sein Königreich versammeln. Okay, also wir sind ja, glaube ich, der Mandus. Zumindest werden wir so immer angesprochen. Oder sind wir nicht der Mandus und sind irgendeinem Random? Und wir versuchen gegen den Mandus anzutreten. Okay. Die Orgeln klimpern. Wir gehen mal weiter. Wir gehen mal hier noch ein... Okay, da kommen wir nur hier hinten. Was erwartet uns jetzt da, wenn wir in die Mitte hinrennen? Oha. Okay.
Wir sind einfach mal ein bisschen... ja, sieht aus wie ein Opferaltar. Eigentlich. Aber eigentlich auch irgendwie nicht. Gibt's hier sonst noch irgendwas Tolles zu lesen? Und wer spielt hier an der Orgel? Oha, 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 oha. Nebel. Ja, Hebel. Doch, den Hebel drücken wir mal nicht. Soll ich das hier auch öffnen? Nee. Okay. Hallo? Nee, gut. Gut, das kriegen wir nicht geöffnet. Was haben wir auf der anderen Seite? Oh, das kann jetzt aber auch aufhören langsam. So, das, da komme ich nicht rein, verdammt. Okay, gerade eben habe ich mich noch beschwert, weil es zu leise ist. Jetzt beschwere ich mich, weil hier Musik läuft. Das ist auch wieder, also, man kann es mir auch wirklich nicht recht machen. Das muss man wirklich sagen. Wieso kriege ich, muss ich das nicht hier öffnen, irgendwie? Und da irgendwas reinpacken? Ich krieg's nicht geöffnet. Okay. Das kann ich nicht nehmen. Okay, gut. Dann haben wir jetzt hier den Hebel versucht zu nehmen. Den haben wir nicht bekommen. Und hier kommen wir nicht rein. Hallo? Nope. Keine Chance. Keine. Okay, wir können Kerzen anmachen. Muss ich jetzt jede einzelne Kerze anmachen? Warte, machen wir das doch mal. Kerzen. Ich auch. Hier fehlt eine. Okay. Warte mal. Wir haben doch vorhin eine aufgenommen. Muss ich die vielleicht hier ranklatschen? Okay, es war ein Geheimgang. Wir machen trotzdem erstmal alle Kerzen an. Haben wir jetzt damit hier vorne die Tür geöffnet? Nope. Hier können wir auch nichts machen. Können wir auch nichts machen. Okay, warum konnte ich das drehen? Und glaube, dass hier noch der andere Part fehlt. Das ist nur die Frage, wo finde ich den anderen Part? Oder? Nee. Nee. Okay, dann müssen wir nochmal dahin, wo ich vorhin versehentlich was aufgenommen hatte. Wo war denn das? Das war hier rechts oder links? Oder? Das war doch hier, ne? Diesem Zwischenraum. Hier hatte ich doch was aufgenommen. Genau, das Ding hier. Kann ich das mitnehmen und nach da vorne packen? Vielleicht kann ich das ja da anbringen und dann auch wie so einen Hebel nutzen, um dass sich die Tür öffnet? Wer weiß? Warte, hier. Nee, da muss ich hin, genau. Okay. Jetzt hat sich da was aufgemacht. Okay, warte. Oha. Okay, jetzt brennt's hier. Hier kann ich nichts aufmachen, okay. Ja. Wer kennt's nicht? Klar. Einfach mal öffnet sich hier so die Tür. Oder der Boden. Ist ja keine Tür. Ne? Oh Gott. Was ist los? Was ist passiert? Hallo? Ist hier wer? Listen, Papa. Hold the egg to your ear. You can hear the sea. Okay. Wenn wir uns das Ei ans Ohr halten, können wir das Meer rauschen hören. Kenn ich sonst nur mit Muscheln? Mann! Jetzt fängt es wieder an zu flackern. Wir nehmen mal hier die Notiz. Oh Gott. Oh, die letzten Gedanken. Was ist das für ein was ist das für eine Exhumierung? Welche Flickwerk von Körperteilen? Ich bezweifle, jemals gefunden zu werden und dennoch hinterlasse ich dir dies. Ich kritzel es im übelriechenden Halbdunkeln, während meine Folterer unter mir herumschlürft und meine Mitgefangenen in der Dämmerung klagen und quieken. Hier warte ich, bis ein Klopfen an meinem Käfig mein Schicksal besiegelt, wenn endlich ich an der Reihe bin, diese finstere Reise ins Innere anzutreten. Okay, wir haben ja in den letzten Notizen ja irgendwie mitbekommen, dass die
Leute irgendwie ummodeln zu Schweinen? Warum auch immer? Und denn die Menschen, die dann zu Schweinen geworden sind, anfangen zu schlachten. Okay. Und er ist jetzt anscheinend auch so, er wartet auf seine Schlachtung anscheinend. So würde ich es jetzt verstehen. Gott! Wo bist du denn? Du bist nicht alleine, da gehe ich dann erstmal noch nicht hin. Sorry. Me elster olste antarak. For erra sta oro kantirak. Frosto. Was? Vendir maustirakan oleste. Okay, ich muss anscheinend nach unten. Wo ich noch nicht hin möchte. Weil ich ein bisschen Angst habe gerade. Wo sind wir denn hier überhaupt? Ruhe. Die, was? Die Neuerwerbungen dürfen nicht erschreckt und aufgeregt werden. Die Neuerwerbung? Jetzt sagt bloß, wir haben hier irgendwie Menschen gekauft. Also, ne? Sklaverei und so. Also, ich hoffe nicht. Oh. Das Ganze ist ja... Oh Gott. Was ist hier passiert? Also, welche Ausmaße hat es hier angenommen? Gott. Oh Gott, das Spiel ist ja... Oh. Also das ist nicht ansatzweise so schlimm, finde ich persönlich, wie Amnesia, der erste Teil. Der erste Teil war auch, Respekt dafür, creepy und hat Atmosphäre gehabt und alles. Aber das hier, das ist ja mal noch eine um einiges Nummer schärfer. Also, nee. Oh, das ganz schön anders. Also mir wird da ganz schön anders. Ich weiß nicht, wie ihr das so habt, also ich hoffe... Ich weiß nicht, ob das für euch so entspannt ist, wenn ihr uns dabei hier so zuschaut. Muss ich mich vielleicht vor dem verstecken? Also... Oder... Also ich verstecke mich jetzt, weil ich habe Angst, dass der mich jagt. War das jetzt denn ein Mensch? Oder... Was? Wie? Oh Gott. Achso, ich dachte, das wäre ein Käfig, wo ich rein kann. Oh nee. Okay. Also, ob ich in den Käfig rein will, ist eben halt nochmal die andere Frage. Oh Gott, hier kann ich mich verstecken. Oh nee. Das verheißt doch nichts Gutes. Okay, weiter geht's. Ja, wäre aber wirklich mal interessant zu wissen, von wegen, ob sich das dabei wirklich darum handelt, dass wir uns vor den Schweinen so gesehen verstecken müssen. Oder ob die uns einfach nichts tun. Hätte man jetzt mal ausprobieren können, aber ich wollte nicht unbedingt schon wieder sterben. Ah, wieder so eine Geheimtür, okay. Kann ich dich... Hä, waren wir hier nicht vorhin schon mal? Kommt mir so bekannt vor. Weil hier ist ja auch schon wieder so eine Ölpumpe. Nur, dass da kein Öl drin ist. Okay, gut. Gut, die Tür ist zu. Hier liegen wieder Schweine und da ist auch schon wieder die Schweinemaske. Das heißt, wir sind auf jeden Fall hier auf dem richtigen Weg. Das ist schön. Entspannte Musik. Das gefällt mir. Ja, das finde ich supi. Okay. Und da kommen wir nicht rein. Dann gehen wir nochmal. Water in his shoes. Always the water and the sparks of the embers of the wheels. It's too bony. It's too damn bony. Uh.
sind wir hier? Mandus und Co. Meat? What? Meat Processing Factory. Also doch eine Fleischerei. Okay. Also, man muss ja dazu sagen, Fleischerei ist ja auch okay, solange die Tiere nicht leiden. Und solange die Tiere nicht unbedingt Menschen sind. Das ist, muss man ja auch mal so sagen. Gerade bei diesem Spiel hier. Aber wir gucken mal rein. Hallo? Jemand da? So, ich hätte gern 500 Gramm gehacktes. Gemischt. Okay, wir scheinen jetzt hier in dieser Fleischerei zu sein. Und ich habe die Bedenken, dass, wenn wir jetzt hier sind, dass wir hier irgendwann runterkommen. Oder wir müssen dafür in dieses Haus, um hier runterzukommen. Und das sind die einzelnen Steps, die wir noch machen müssen. Gott, das wäre nicht so schön. Aber wir hören uns das mal an, was er hier wieder erzählt. These men, Professor, these so-called men of vision, they would shackle the masses to a wheel and turn it till their backs break. All for that opiate, the lure of profit. These fools who lackey them, these priests, these officials, this government. They make pigs of us all. But what solution, my dear man? How to break a cycle? You cannot simply remove the promise of a better world for these unfortunates. In the workhouses, in the orphanages, the belief in heaven is surely the only succor one can find. We do not need to wait. We can bring forth paradise now. We can speed the passion. With only a small sacrifice, we can hold the apocalypse. With just a small sacrifice, we can free our shackles and deliver them to paradise now. Nein. Einfach nein. Nein. Oh Gott. Wirklich. Wir können das Paradies sofort holen. Nein. Oh, nee, ey. Solche Leute. Ich weiß nicht, ob das Flackern übrigens auch irgendwie ein Hinweis zu irgendwas ist, dass ich entweder auf dem richtigen Weg bin oder ich in Gefahr bin. Ja, ich kenne es ja auch noch aus Phasmophobia, dass wenn es anfängt zu blinken, heißt es, versteck dich. Ja, aber hier blinkt einfach ab und zu. What? Okay, das ist ein Schwein hier. Schwein. Das kommt jetzt nicht hierher, ne? Nein, du kommst nicht hierher. Du bist weggerannt, ne? Bist du hier hinten hingerannt? Oh, warum ist die Maschine einfach so gestartet? Einfach ohne Grund. Also der hat sich ja auch gerade bewegt. Hier würde ich jetzt erwarten, dass irgendwas kommt. Oh, und es geht noch so weit runter. Wie geht das? Oh. Hallo? Bitte hören Sie. Oh, es geht hoch und es geht runter. Eieiei. Jetzt wäre es hilfreich zu wissen, wo wir hin müssen. Müssen wir nach oben oder müssen wir nach unten? Ich würde erstmal sagen, ich gehe nach oben. Okay. Wir sind oben. Und lasst mich raten, wir sind jetzt in dem anderen Haus. Kann ich hier raus? Nee, natürlich nicht. Hier, natürlich. Hä? Wir fahren LKWs? Und ich glaube, dass wir Mendes heißen, weil der Typ uns immer Mendes nennt. So, das heißt, wir müssen auf jeden Fall nach unten. Und da soll ein Saboteur sein. Okay. Gut, dann machen wir mal hier wieder die Schubladen auf. Klar, Alkohol. Wieder ein Buch, okay. Und ein Notizzettel. 17. Oktober 1899. Jede Abteilung wurde ergonomisch gestaltet. An einem Ende steht ein Futtertrug, damit sich das Produkt auf natürliche Weise so in Position begibt, dass die Betäubungsarme den Kopf erreichen können. Wir nutzen die natürliche elektrische Ladung, die durch die Reibung der
Karren gegen das Förderband entsteht. Wir sammeln sie in Vakuumbehältern aus Glas, die neben den Betäubungsraumapparaten stehen, und leiten sie über die Kupferkabel durch die Arme. Wir haben beobachtet, dass die künstliche Beleuchtung in diesen Kanistern das Produkt zusätzlich zu beruhigen scheint. Nach der Betäubung neigt sich das Förderband scharf an die Vertikale, wodurch das betäubte Produkt nach hinten direkt auf den Haken der Ausblutungsförderbandes fällt. Dieser Haken durchdringt Hüfte oder Oberschenkel des Produkts auf natürliche Weise. Genau. Von diesem Punkt an verzichten wir auf das Förderband und bedienen uns eines kanalisierten Bodens, der Blut- und Nebenproduktexkremente in einem Strom sammelt und ihn in die Flüssigkeitstanks fließen lässt. Ich finde es sehr interessant, wie die hier schreiben, durchdringt Hüfte oder Oberschenkel des Produkts auf natürliche Weise. Es gibt keine natürliche Weise, wo irgendwas durch irgendeine Hüfte oder Oberschenkel durchgedrückt wird. Das ist nicht natürlich, Freunde. Was ist das? Oh Mann. Nee. Also die setzen einen in Trance. Wäre jetzt so meine Vermutung. Und dann geht's ab die Luzi. Und wir müssen nach unten. Das heißt, wir müssen... direkt dahin. Wo ich nicht hin will. Gott. Warum? Warum nur? Genau, und hier müssen wir jetzt durchklettern. Genau. Macht ja Sinn. So. Wir haben einen Ofen mit einer 1. Oh, das sieht ja schon wieder aus wie ein Rätsel. Lass mich raten, hier sind auf jeden Fall die Druckpumpen dazu. Hier haben wir einen Ofen mit der 2. Wo wir bestimmt irgendwie was reinschütten müssen oder so. Oh, lass mich raten, wir müssen die Dinger hier so reinschmeißen. Flup. Und. Flup. Können wir das jetzt hier so zumachen? Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt richtig war, was ich jetzt hier gemacht habe. Achso, das war's auch wieder zu. Nee, ist klar. So, muss ich den hier denn ausmachen? Nee, den kann ich noch nicht mal ausmachen. Okay, jetzt habe ich den angemacht. Den ausgemacht. Nee, ausgemacht gar nicht. Piston Control. Okay, mach mal die Tür zu. Okay, wir sind hier 1 und 2. Okay, ich gehe mal von aus, dass 1 kommt hier irgendwie an und 2 hier. Okay. Das ist die große Frage der Fragen. Hier kann ich aber schon wieder was drehen, oder? Nee. Ach, hier geht's auch nochmal zu 4 und zu 5. Okay, 4 läuft. Wo ist die 3? 3 ist hier. Die 3 läuft nicht. Okay. Das heißt, wir müssen die 3 zum Laufen bringen. Glaube ich. So ist jetzt meine Vermutung einfach. So, lass mich raten, das reicht aber noch nicht. Oder? Haben wir hier noch ein paar andere? Bröckchens? Nein. Dann gehen wir mal kurz hier nach hinten, weil guck mal, wir haben die 2, 4, 6 gibt es auch noch. Okay. Dann nehmen wir hier nochmal so einen Brocken mit. Kann ich ihn eigentlich schmeißen? Nee, ich kann ihn nur fallen lassen. Okay, ich kann ihn nicht schmeißen. So, kann ich jetzt das zumachen? Geht das? Und hier? Okay. Ja, ist ja gut. Jetzt haben wir hier 5. 5 und 6. So, 5 läuft, ne? Genau. Und 6 nicht. Gut. Und 6 müssen wir bestimmt befüttern. Ich mache hier einfach... Ich mache das einfach jetzt mal, ne? Ohne, dass ich irgendwo einen Hinweis darauf habe, dass es richtig ist, was ich hier mache. Aber ich sag mal, jo, das passt. So, reicht auch ein so ein Ding aus? Nee, reicht nicht. Verdammt. Okay, dann gucken wir mal, haben wir hier noch irgendwie so einen Klumpen? Ja, hier haben wir nochmal so einen Klumpen. Okay, cool. Jetzt kann ich es anmachen.
Geht jetzt zufällig dieses Tor hier auf? Wär das eine Option? Gefahr, kein Zugang unter den Kolben bei ruhenden Maschinen. Die sind alle an! Ach ja, lass mich jetzt warten. Jetzt muss ich hier hinten einen Knopf drücken oder so. In dem Control Room. Okay, alles an. Alles an. Eins. Zwei. Drei. Richtig so? Ich hoffe. Ich hoffe. Ist immer noch nicht an. Hey, wir haben doch jetzt alle Maschinen angemacht, oder nicht? So, die läuft. Muss ich jetzt mal nach hinten gehen? Oh. Ach, wir haben jetzt ja alles angemacht. Und die läuft doch auch. Da ist auch alles grün. So, die Maschine läuft auch. Hä? Ich hab doch jetzt alle angemacht. Oder verstehe ich jetzt da was nicht? Muss ich doch nochmal irgendwas anderes drücken? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Muss ich die Fenster zumachen? Mach doch. Nein. Mach doch das in die andere Richtung. Nein. Na? Sag mal. Das Spiel will mich jetzt hier ärgern, oder was? Ja. So. Sag mal, das Fenster auch zu. Okay. Okay, wir gehen mal hier wieder durch. Ich wundere mich, dass ich jetzt die Tür nicht aufkriege. Aber eigentlich müsste die doch jetzt aufgehen. Gefahr, kein Zugang unter den Kolben bei ruhenden Maschinen. Okay, kein Zugang bei ruhenden Maschinen. Ja. Wir haben ja auch keine ruhenden Maschinen. Die laufen ja alle. Warum kann ich jetzt hier nicht rein? Oder müssen die... Ne, wobei, wenn die alle aus sind? Die waren doch jetzt gerade alle aus. Ja, nicht alle. Sehr gelogen. Mal gucken, wir können ja mal gucken, was uns eventuell noch das Tagebuch erzählt. Die Kolben sind still, das Werk ruht. Ich fürchte, ein Stich ins Hornissennest ist die einzige Möglichkeit, mir den Weg frei zu machen. Das Ausmaß dieser Motoren lässt auf eine weitaus größere Maschine schließen, als an der Oberfläche sichtbar ist. Mein Freund muss also recht haben. Ein Großteil dieses Werks ist unterirdisch, da ständig Überschwemmungsgefahr besteht. Verwundert mich nicht. Denn wir befinden uns in der Nähe der Themse. Ja. All die Hinweise auf eine große Arbeiterschaft, aber keine tatsächlichen Lebenszeichen. Es ist... Was? Es ist gar so, als ob sich jemand sehr darum bemüht hätte, die Illusion einer funktionierenden Fabrik zu kreieren. Aber wenn man diese Fassade genauer studiert, erkennt man sie eindeutig als Fälschung. Dennoch, ich muss meine Ängste beiseite legen, das Unbehagen unterdrücken, das sich in mir in den Magen gräbt und meinen Weg fortsetzen. Okay. Feuer und Stahl, Windows Processing Company, fürchterliche Maschinen. Der Motor startet, die Flammen wurden geschürt in Wänden, können Dämpfe hören, selbst vibriert mein Herz und dann schocken. Dieses dürfte Apparat freilegen werden, aber meine Kinder rufen mich und ich kann sie nicht in Stich lassen. Ja, aber wie kommen wir denn jetzt hier weiter? Irgendeine Art von Mechanismus, zweifelsfrei geheim und fürchterlich. Das fehlende Kerzenlicht stellt eine... Okay, das war das da oben gewesen. Pumpenwerk, heilige Befehle, diese Kirche scheint mit dem Werk verbunden zu sein. Wie merkwürdig. Dennoch weist sie mir angesichts der geschlossenen Türen und um die Tankstelle herum einen weiteren Weg in die den Hauptteil der Einrichtung. Der Laster steht mir aber im Weg. Fast scheint. Das ist auch alles, was wir vorher schon mal hatten. Und bei den Fabrikbüros, ja. All die Hinweise auf einen großen Arbeitsplatz, kein tatsächliches Lebenszeichen, kritisieren, bringt mich leider auch nicht weiter. Das Pumpenwerk bringt mich auch nicht weiter. Gutsam, genau. Und heilige Befehle hat man gerade durchgelesen.
Ich verstehe es nicht. Gefundene Dokumente? Nee, okay. Also, eine Tür steht, wenn alle Kolben stillstehen, kommst du nicht durch. So, alle Kolben laufen. Wir haben Kolben 1, Kolben 2, Kolben 3. Also 4, 5 und 6. So. Gefahr, kein Zugang unter den Kolben bei ruhenden Maschinen. From the distance when machine is at rest. Ja, aber... So, wir gucken jetzt. Wir haben hier den Kolben. Der läuft. Wir haben hier die Maschine, die brennt. Wir haben hier 1, 3, 5, grün. Da hinten haben wir 6, 4, 2, auch grün. So, wir haben hier noch den anderen Kolben. Der läuft. Ja? Hier komme ich nicht mehr zurück. Weil hier bin ich ja unten drunter. Und dann, nö. So, was kann ich denn jetzt bitte noch machen? Es gibt ja nur diese zwei Kolben, die wir in Betrieb nehmen konnten. Was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel sage... Okay, geht nicht. Oh lol, der war jetzt nicht ganz oben. Deswegen. Okay. Da, ha, 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 ha. Gehen wir wieder zurück, um zu gucken. Wir laufen hier lang. Ob das Tor sich öffnen, geöffnet hat, es hat sich geöffnet und wir gehen hier durch. Und gehen jetzt noch tiefer. Wunderbar. Oh nee. Okay. Was ist passiert? Was war das für ein Geräusch? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bitte, mach es. Warum flackert's? Was ist, wie, warum? Ich gehe hier hoch, ich gehe nicht hier hoch, ich kann da nicht hochspringen. Muss ich mich irgendwie verstecken, oder? Ist alles... Ey, wenn er hier so flackert, ist ganz schlimm. Ja, und es geht immer noch tiefer, oder wie? Es geht noch eine Etage tiefer. Nein! Okay. Okay, 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 okay. So, wir haben hier hinten noch, auch so einen Brennofen. Aber... Er steht auf! Und jagt mich! Getan. Mach doch nicht sowas. Ist der jetzt weg? Hallo? Bist du weg? Okay, also das Blinken. Ich sage jetzt einfach mal, das Blinken zeigt mir an, ob ich in Gefahr bin. Ähnlich wie bei Phasmophobia. Heißt, dass hier in der Nähe ein Gegner ist. So, dann muss ich das anscheinend ausmachen. Wir rennen weg. Da ist er. Okay, er reagiert anscheinend auf Licht. Das heißt, wir sind jetzt... Wir versuchen das Ganze im Dunkeln hier irgendwie zu machen. Ich weiß auch nicht, ob er alleine ist. Oder ob er... ein paar Freunde noch hat. Ich sehe nicht so viel. Hier blinkt. Letztens war das noch so gewesen, wenn es geflackert hat, war cool. Weil war dann immer so ein Hinweis von den Kindern.
versuche es zumindest. Okay. Wir haben es geschafft. Glaube ich. Ich sehe nichts. Ich sehe genauso viel wie ihr. Nichts. Okay, wir sind auf irgendwelchen Förderbändern für... Kohle? Ich sage jetzt mal, damit wird einfach der Brennstoff transportiert. Oder? Okay, hier geht's wieder nach oben. Flackert auch das Licht. Also scheint immer so Mechanics zu geben, wo mir das Spiel auf jeden Fall hilft. Aha. Danger. Chemikalientransportgefahr. Höchst ätzend. Höchst entzündlich. Kann ich mich jetzt hier drin auf... Oh oh. Es war jetzt eigentlich nicht der Plan, dass er mich jetzt nach da oben zieht irgendwie. Oder vielleicht auch noch weiter runter schiebt. Weil wer weiß, wer macht mir denn jetzt auf der anderen Seite auf? Und ja, die andere Frage ist, wie habe ich es geschafft, den Knopf von hier drinnen zu drücken, dass ich nach oben oder nach unten komme? Hallo? Was passiert? Okay. Es ist dunkel. Wir sind abgestürzt, oder? Wo sind wir denn jetzt? Aha, hier ist wieder ein Telefon. Hier scheint safe zu sein. Ey, der Typ, wirklich, ja, entführt meine Kinder? Oh, wo sind wir denn? Und macht jetzt hier Druck. Aber nee, ey, wirklich. 15. Juli 1899. Zur Erleichterung des Assimilierung von Gewebegruppen wird eine Verbindung benötigt, da sich die Zellen ansonsten nicht mischen. Die Entsorgung ungemischter Subjekte muss augenblicklich und mittels Einäscherung geschehen, da wir sonst eine kontinuierliche und formlose Animation riskieren. Diese wäre unerfreulich. Eine simple Verbindung aus einem Teil Brennenberg Vitae Infusion und einem Teil Orgon Monaden Disperser Flüssigkeit ist ausreichend. Also, schlimmere Wortzusammensetzung hättest du jetzt auch nicht finden können für die zum Vorlesen. Sie kann den Subjekten dann nach dem Neuzusammenbau intravenös verabreicht werden, um die Zellmischung beizubehalten. Die Verbindung ist instabil und höchst lichtempfindlich, nachdem sie initiiert wurde. Kann sie mit dem Schaumann-Lampe aktiviert werden. Mit der Schumann-Lampe. Schaumann, genau. Außerdem, außerhalb des Körpers ist sie jedoch höchst ätzend und zerstört sogar kleinere Mengen Metall. Okay. Also, es gibt anscheinend so eine Special-Lampe. Ich kann die... Oh nein, ich kann die noch bewegen. Warum kann ich die bewegen? Oh, nee. Ach so, ist das die Lampe, die meinten? Die Metall zerstört? Geht das? Das wäre jetzt interessant, weil wegen dem Schloss. Weil ich gehe mal von aus, wir müssen hier irgendwie weiter. Aber wir kommen hier nicht weiter. Weil es voll. Weil geht nicht auf. Schade. Schade, schade, schade. Ah, okay. Hier kann man wieder alles aufmachen. Wunderbar. Vielleicht befindet sich ja dahinter was. Aber nein, natürlich nicht. Haben wir hier wieder was zum Öffnen? Nee, hier oben haben wir wieder was zum Öffnen. Klar. Packt man sich so in den Schrank. Ne? Das ist, logisch. Okay, nichts Interessantes. Für mich. Okay, dann gehen wir erstmal weiter runter. Und schauen mal, wie es weitergeht. Und hier ist schon wieder so ein Abbild. Wie? Gar kein Alkohol diesmal drin? Von so einem Tempel. Ah, da ist eine Brille drin. Okay. Ein Büchlein. Und lass mich raten, in der letzten wird eine Flasche drin sein.
Auch nicht. Okay. Hier gibt es anscheinend nicht so viel Alkohol. Finde ich auch gut. Ne? Bei der Arbeit Alkohol? Nicht gut. Nicht gut. Aber okay, also hier gibt es auch nicht mehr oder weniger. So, hier gibt es jetzt zwei Wege. Wir gehen jetzt mal Richtung Niedrigtemperaturlagerung. Klar. Die können einfach sich auf zwei Beine stellen. Und ich glaube, dann sind die richtig schnell. Aber so richtig schnell. Okay. Also hier muss ich schon wieder was aktivieren. Oder auch nicht. Wir gucken mal, was in dem Briefchen steht. Eine Warnung. Es ist entzündet und es brennt. Ich blute aus jedem Loch. Vorne und hinten. Okay. Und alles läuft mir die Beine runter. Blut und Exkremente. Meine Lungen liegen in meiner Kotze und jetzt gebe ich Organklumpen von mir auf dem schmutzigen Stein. Trink das, sagt er. Und ich trank es. Wegen der Veränderungen, die mein Inneres nach außen kehren, niese ich meine Zähne raus. Die vier Mäuse in der Dunkelheit verschwinden. Ich kann sie nicht alle finden, aber ich sammle so viele, wie ich kann und schiebe sie mit meinen Fingern zurück in meinen grauen Gaumen. Aber die Nägel sind weich und fallen aus. Trink es, sagte er. Es wird gegen das Fieber helfen, denn nicht alle von uns halten die Veränderung aus. Auf dem anderen Tisch ein Biest unter einer Decke. Niemals wollte ich darunter blicken, aber es hat es auch getrunken. Er hat es unter die Decke gereicht wahrscheinlich und ich hörte, wie er es trank. Oh mein Gott, wie kann ein Mann derart viel Blut scheißen und immer noch leben? Okay. What? What? Nee. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe und ob das alles richtig war, aber... Was ist das für ein Spiel? Und was machen die hier? Hallo? Also... Gott, ich renn mal weiter. Oh Gott, ich höre den hinter mir. Oh Gott, lass mich in Ruhe. Oh Gott, bitte nicht. It fell onto his hands and they eroded in front of me. To stumps. To stumps. Ja, Flaschenpost. Next time we will use an equal mix of infusion vitae and orgone disperser. No, no, just take him out. You can dump him in the river for all I care. Okay, wir haben jetzt die Flaschenpost quasi, rübergereicht. Okay, jetzt kommen wir hier auch nicht mehr zurück. Okay. Also wir wurden auf jeden Fall verfolgt von dem Dings. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier rein. Zu den Käfigen. Klar. So, lass mich raten, da wird jetzt auch keiner mehr in den Käfigen sein. Ich mach mal lieber Licht an. Weil ich sehe hier nämlich nichts. Ruhe. Die Neuerwerbungen dürfen nicht erschreckt oder an was aufgeregt werden. Okay. Ja, da würde ich auch mal sagen, machen wir mal ein bisschen Lärm, oder? Hier scheint auch keiner zu sein. Glaube ich. Oder? Hallo? Oh Gott, hier geht's auch noch weiter. Kann ich hier wieder rein? Nee. Schade. Okay, da geht's weiter. Hier geht's aber auch nochmal weiter. Hier geht's ja auch nochmal zur Tür. Ruhe, die neue dürfen nicht. Okay. Ah, okay, aber hier kommen wir nicht durch. Gut. Heißt also, wir müssen hier lang. Vielleicht haben wir hier auch wieder sowas. Wie eine Art Flaschenpost, die wir überbrücken müssen. Guck mal hier, ey, die Dinger kennen wir doch auch noch. Von dem ersten Teil von Amnesia. Oh nein. Oh nein, warum kann ich den Teddy mitnehmen? Oh nee. Hier ist noch eine Notiz. Oh, ein Teddy mitnehmen. Oh nee, 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 nee. Ah, 20. August 1899. Habe heute noch eine Lieferung Schwachköpfe entgegengenommen. Das müssen die jämmerlichsten Exemplare der Menschheit sein, die ich jemals gesehen habe. Keiner wird sie jemals vermissen. Die Behörden der Irrenanstalt sind einfach nur froh,
dass sie die Überfüllung ihrer wimmelnden, stinkenden Hallen reduzieren können. Wir messen ihre Schädel ab, überprüfen ihre Zähne. Wir stellen sie mit Laudanum ruhig. Sie warten wie Vieh in einer Reihe mit stumpfen braunen Augen und schmutziger Haut. Viele verrichten beim Warten ihre Notdurft. In den Manipulatoren ordnen sie sich schweigend ein. Ich höre das Zischen vom Gas. Ich höre das dumpfe Stöhnen, als Zähne gezogen und Knochen umgestellt werden. Oh, nee. Ich höre die Schweine schreien. Wir haben alle Spiegel entfernt, denn nach dem Verfahren macht ihnen ihr Spiegelbild nämlich die größten Probleme. Später, wenn sie schlafen, mische ich mich unter sie. Meine Kinder, flüstere ich in ihren Träumen. Ihr seid jetzt meine Kinder. Ich habe wieder Kinder und eure mangelhaften Körper werden die Kraft sein, die mein eigenes Blut wieder zum Fließen bringt. Ich sag ja, das Spiel ist... Alter. Okay, warte mal. Wollen wir jetzt den Teddybär vorsichtshalber mitnehmen? Oder... Na komm, wir nehmen mal... War hier noch eine Notiz? Nee. Wir nehmen mal den Teddy vorsichtshalber mit. Oh. Over there. Place it in the corner. What? You think I speak Prussian? Do I look like an inbred hog, sir? Who gives a damn what it contains? Just set it down carefully and leave me be. Ja, nee, nee. Ja. Okay. Hier gab's einen Windhauch. Warum ist jetzt die Tür warm? Weil die Tür ist... Oh, nee. Nee. Hier geht's weiter. Also ich hoffe, die sind so ein bisschen blind. Hoffe ich. So, ich hoffe, dass die mich jetzt hier nicht sehen. Während ich mich hier verstecke. Wo ist er hin? Da hinten ist er. Okay. Ich versuche jetzt ganz leise an ihm vorbei zu steppen. Und ihn hier auszuspielen, weil er dürfte mich ja hier nicht sehen. Ihr könnt auch ein bisschen was sehen. Nein. Warum ist denn der so bescheuert? Sieht ihr mich doch? Man nimmt mich doch sie. Blöde Sau. Wo ist er hin? Ist er weg? Lass ich runter. Okay. Die Tür ist immer noch zu. Okay, dann gehen wir jetzt hier runter. Nein. Warum? Warum bist du denn so laut? Warum? The lift has been sabotaged. You will have to find another way to the tunnel. Take care in this place, Mandus. It is the crucible of the evil that stalks these corridors. Aha, der Fahrstuhl ist kaputt. Sagt er mir jetzt? Hätte er das nicht schon früher sagen können? Hätte er nicht doch gleich einen anderen Weg genommen. Kann ich denn hier irgendwas machen? Gibt es hier eine Möglichkeit? Kann ich hier? Nee, kann ich nicht. Okay, wir gehen nach oben. Okay. Der Typ, das, ich sag jetzt mal Schweini-Monster, scheint nicht mehr da zu sein. Ja, und hier komme ich nicht durch, okay. Ja, guck mal, wir sind hier in dem anderen Gebäude, wie ich schon vermutet hatte. Aha, Flaschenpost. Schon wieder. Kann ich, muss ich hier irgendwas nehmen? Kann ich das da und da reinpacken und sagen... Warte mal, wenn ich das jetzt drücke, dann trigger ich doch bestimmt wieder so ein Monster, oder? Ich trau dem Ich trau dem noch nicht so ganz. Lass ein Teddy. Kann ich einen Teddy mitnehmen? Teddys, ihr wart auch noch hier. Ich hab euren Teddy mitgenommen. Okay, hier ist noch ein Zettel. Was steht hier?
4. August 1898. Weitere Experimente mit der Verbindung X oder Verbindung 10 aber dem Hund Strychnin initiiert. Er durchlief die erwarteten Krämpfe und Zuckungen und starb kurz nach Mitternacht. Ich habe den Körper in ein großes Behältnis voller Verbindungen X oder 10 getaucht und mittels einer Induktionsspule 3,5 Minuten lang Wechselstrom hinzugefügt. Dies regte eine partizielle Wiederbelebung an. Die vor dem Tod erlittenen Schäden waren nach der Wiederbelebung jedoch weiterhin präsent. Der Hund befand sich somit weiterhin im Zustand akuter Strychninvergiftung. Bis ich seinem Leiden mit einer Kugel in den Kopf ein Ende setzte. Aber ertrinken? Vielleicht ja. Letztendlich ist das der gnädigste aller Selbstmorde. Einem Ertrunkenen die Flüssigkeit in den Lungen mit Verbindung X ersetzen? Ja. Das sollte theoretisch eine perfekte Wiederbelebungsmethode sein. What? Ja, nee. Einfach nee. Ach so, jetzt habe ich die Tür auf. Ist ja Tutti. So, heißt für mich jetzt... Ich könnte jetzt das da anmachen? Bin ich nicht hier lang gelaufen? Und war da nicht gerade noch eine Tür? Okay. Ich tue mal so, als ob ich jetzt die Flaschenpost und mich hier ganz schnell verdünnisiere. Weil ich Angst habe, dass ich gleich verfolgt werde. Wie beim letzten Mal mit der Flaschenpost. Wo bin ich? Ah! Deswegen die Flaschenpost. Damit ich hier Sachen reinschmeißen kann. Okay. Cool. Warum gibt es jetzt hier einen Timer? Oh Gott, jetzt habe ich hier irgendwas. Habe ich jetzt irgendwas gemacht, was ich nicht hätte machen sollen? Was ist denn da rausgeflogen? Was bist du denn? Warte mal, jetzt habe ich eine Info bekommen. Ich habe die Verbindung, wie ein lebendiges Ding zischt und dampft es in den Behältern vor sich hin und ein wahres Hexengelee zum Brennen und Ätzen. Oh. Die gläserne Behälter ist eine merkwürdige Ware, es sei denn, es besteht aus besonderem Grund, weshalb allgegenwärtig Metall nicht mit dieser sogenannten Verbindung in Kontakt kommen darf. Ich sollte mich nach weiteren Hinweisen umsehen. Ja. Was mache ich jetzt mit diesem... Mit... Muss ich das jetzt da reinpacken? Nö. Warte mal. Ach so! Ah! Muss ich das jetzt hier mit nach oben nehmen? Warte mal, wir können ja mal ausprobieren, ob wir das jetzt hier mit hochnehmen können zu dem Labor. Um... quasi das Ding hier kaputt zu kracken. Genau, damit ich das mit der Lampe hier verbrennen kann. Hallo, Lampe. Soll ich bitte so äußern, dass ich hier... Ah, Mann, ey, die Steuerung. Lampe, komm hier hin. Jawohl. Und flupp. Sehr gut. Und jetzt gehen wir ganz schnell hier weg. Oh, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Down here, Daddy. Faster, faster. Ja, schnell, schnell, schnell. Ja, ich beeil mich. Gott, beeil mich. Ah, da krieg ich sogar Schaden. Okay, cool. Oder auch nicht so cool. Ich auch Schaden. Moinsen. Ja, soweit so gut. Wir sind beim zweiten Teil von Amnesia. Und, es ist ein krankes Spiel. Bin ich ehrlich. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Ebene 2 freigeschaltet. Ich weiß nicht, ob ich darüber so glücklich bin. Und ich weiß leider auch nicht, was hier immer so passiert. Okay, das sieht jetzt schon eher wieder wie der erste Teil aus. Amnesia-mäßig. Obwohl nicht ganz.
Isn't it dangerous allowing this filthy discharge to collect so close to the core? We can use the flow to drive the turbines. There will always be a torrent of excreta flooding through these tunnels. We can use this to supplement the steam production and ensure constancy. Dear God, the stench! This fecal matter is the true product of the age. Yeah. Yeah. Gott. Ist da was drinne? Nee. Ach, wieso was? Oh Gott, wenn die Lichter so flackern, habe ich immer so ein bisschen Bangel vor. Weil ich sehe, hier kommt noch was. Ich muss mal kurz Licht anmachen. Okay, hier sind Türen. Schleusentor 1. Schleusentor 2 wahrscheinlich da hinten. Okay, die müssen wir wahrscheinlich öffnen. Glaube ich. Oder? Ja, das mit Schleusentor, genau, okay. Okay. Was war das? Also... Hallo? Okay. Warte kurz. War gestern Abend noch bei Ist der Dot, aber das Game war zu hart für mich und ich bin wieder gegangen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich habe mir das gestern Abend auch mal kurz angeguckt bei Ist der Dot. Das Spiel kannte ich schon. Locked Up. Geiles Game gewesen. Aber ich muss auch sagen, Ist der Dot, der ist nicht ganz so schreckhaft. Ich sage jetzt mal wie Stevie und meine Wenigkeit. Weil Locked Up hat uns ganz schön die Hosen ausgezogen. Muss ich wirklich gestehen. Aber ich habe zum Ende eingeschaltet. Und ähnlich ist auch leider das Spiel hier, was mich ganz schön... Was ist das? Und warum verfolgt es mich? Oh Gott, es könnte hier hochkommen. Oh no. Oh no. Das wollen wir nicht. Okay, wir sind jetzt hier, wir sind jetzt in dem unteren Bereich, richtig? Ja. Wunderbar. Das Telefon müsste eigentlich auch gleich klingeln hier wieder. Oder auch vielleicht nicht. Aber wir lesen erstmal hier den wunderschönen Brief. 1. August 1899. Mehrere der älteren Formen sind aus ihrem Eindämmungsbereich ausgebrochen und in die Kanalisation entkommen. Sie erinnern mich an meine eigenen Grenzen. Hier ist es nicht Schelm und ich bin kein Eli... Was? Eliawa? Yahu? Zumindest nicht ganz. Die Hitze, die durch das geöffnet Halten des Zugangs dazwischen erzeugt wird, ist daran schuld. Wir können sie nicht einfach mit Kühlmitteln umgeben, wie im Zentrum, wo der Zugang ist. Die späteren Versionen sind durch die Gefriertemperaturen dieser Türme in Sicherheit. Hier oben aber, wo die Luft heiß und übel riechend ist, überhitzen sie leicht und ihre Dualität reißt sie in zwei, da der andere Ort aus ihren Zellen und ihren Vita-Splittern fliegt. Sie leben sporadisch in unvorhersehbaren Stößen aus einer Welt, in die andere und wieder zurückgerissen. Ein paar Sekunden lang sind sie Kreaturen dieser Welt, dann werden sie fortgerissen und verlieren ihre körperliche Gestalt. Dieses ständige Hin- und Hergezerre zwischen den Welten hat sie ziemlich verrückt gemacht. Ich habe die Versiegelung der betroffenen Bereiche angeordnet und werde meine treuen Arbeiter dort nicht mehr hineinlassen. Diese Orte sind nun verdammt. Die Domizile gescheiterter Experimente, Geistern der Angst und der Boshaftigkeit. Oh, nee. Das ist ein Wasser-Elektro-Pokémon. Jetzt weißt du, was da schwimmt. Ob er das vorteilhaft ist? Die Überzeugung ist es so lala. Hm, ja, das stimmt. Und ein Elektroprogramm. Würde ja auch heißen, dass ich ja dann nicht da rein kann. Weil ich weiß nicht, ob ich denn da rein muss. Ne, also. Vielleicht muss ich ja an dieses Rädchen kommen, um dieses Tor da zu öffnen. Dafür muss ich dann wahrscheinlich aber die Schleuse so öffnen und das Wasser hier ablassen. Aber wir können es ja mal ausprobieren. Kriege ich Schaden? Nee, ich könnte hier rein. Und ich gehe ganz schnell wieder raus. Oh Gott. Nee, Freunde. Das machen wir nicht. Das ist... Nee. So, wir gehen mal geradeaus.
Okay, nicht geradeaus weiter. Wie kann sich das denn jetzt schon wieder verändert haben? Ich bin doch hier gerade durch. Und rein logisch gesehen, guck mal hier, hier ist doch der... Nee, ist nicht. Oh lol. Ich dachte, dass ich hier auf der anderen Seite stehe. Also quasi so jetzt hier davor stehe. Aber nein, da ist noch ein Gang dazwischen. Trollo. So, hier drin scheint auch einer zu sein. Aber... da kommen wir nicht hin. Und hier ist Schleusentor 1. Genau. Da ist Schleusentor 2, Schleusentor 1. Verdammt, was machen wir denn jetzt? Weil wir müssen ja irgendwie die Schleuse öffnen. Oder? Wir müssen ja das Wasser ablassen. Weil hier macht es keinen Sinn. Und hier ist auch schon wieder unser Pokémon. Guckt mal hier. Ich glaube, ich bin nicht willkommen. Ja, ich glaube, ich bin wirklich nicht willkommen hier. Aber was bleibt uns denn jetzt anderes übrig, als da ins Wasser zu gehen? Weil da kommen wir nicht weiter. Hier haben wir die Notiz gehabt. Also, hier. Also hier geht es ja auch nicht weiter, oder? Geht es hier noch weiter? Habe ich was übersehen? Da ist Sackgasse. Hier gibt es... oh, hier gibt es ein Rädchen. Schleusentor 1. Okay, wie kriege ich jetzt die Schleusentor 2? Okay, Telefon. Ja, ich bin dabei. Das hat es jetzt nicht gebracht, mich jetzt hier anzurufen, um zu sagen, dass ich mich beeilen soll. Hättest du einfach mal nicht angerufen. Denn wäre ich... wahrscheinlich ein bisschen flotter unterwegs. So. Wir gehen jetzt wieder zurück zu... warte mal, ist jetzt das Tor hier vielleicht offen? Ja, nein. Wir gehen jetzt wieder zurück, damit wir gucken, ob wir... durch Schleusentor? Aha. Da ist wer. Oh nein, das ist... oh, das Pokémon. Ah. Ah, okay. So. Das ist jetzt Schleusentor 2. Wie komme ich jetzt da hinten hin? Ich muss doch irgendwie... warte mal. Ach, das Tor ist auch offen. Cool. Na, dann kann ich ja komplett zurückgehen. Ja, das ist ja nice. Halt, los rein. Ich kann nicht zurück. Warum kann ich nicht zurück? Nein. Ich kann da nicht zurück, Freunde. Wasser steht höher, glaube ich. Ich ziehe jetzt... was? Ich ziehe mir jetzt ein paar schöne Piccolonis rein. Naja, dann guten Hunger. Piccolonis wären auch was Leckeres jetzt. So ein kleiner Snack so zwischendurch. Oh, lecker. Oh, warte mal. Könnte ich... gibt es hier irgendwie eine Möglichkeit? Oh nein. Ja, ach so. Ja, warte mal, ich bin ja blöd. Ja, guck mal, da stand ich gerade. Ja, ohne Worte. Der Benny ist ein bisschen verplant. Das gehört dazu. Ja, okay, hier haben wir wieder eine kleine Mitteilung. We can set them free. We can replace a rotten old world with a clean new one. Mr. Landis, you sound every bit the fanatic. Well, how can I be otherwise, Professor? How can any man of ethics simply stand by and watch this world drown in its own excrement? And your engineer, this visionary with whom you embarked upon this course, does he share your views? Indeed he does. Indeed he does. The poor fellow has seen it all before. Now, this is not the first great civilization he has wept for. And so you set about things immediately upon your return. Naturally, naturally. These things cannot be left to rot upon the tree. And sponsors were remarkably easy to find. I tell you, Professor, a trail of greed brings rich men to your door like pigs to truffles. Ich sag ja, es ist wirklich
Also nur wirklich kranke Story steckt hier hinter. Ich weiß ja nicht. Okay. Also die Story, die nimmt mich, also die ist wirklich heftig. Okay. Okay. Was war das? Oh, wir gehen erstmal hier hin. Hier kommen wir nicht weiter. Cool. Kann ich hier den... Ich würde gerne den Brief hier in der Ecke nehmen. Danke. 17. Februar 1899. Und ich sagte, schaut, meine Lieblinge, könnt ihr sie sehen? Und sie sagen, ja, Papa, ja, wir sehen sie. Eine hohe verwitterte Spitze einer steilwändigen Pyramide. Ganz ähnlich denen in Ägypten. Steine platzen vom Gipfel ab. Ranken verflechten sich mit den Stuckschlangen, die auf den Stufen gedeihen. Eine spürbare Stille, ein Gewicht des Vergessens. Und hier hat der König gesessen. Und hier haben die Priester gelebt. Dieses Haus hier, das ist das Haus der Toten. Und hier, wo die Sonne scheint, hierhin warfen sie die Herzen, die nicht verbraucht wurden. Oh Gott. Nein, meine Lieblinge, wilde waren sie auf gar keinen Fall. Wisst ihr, sie glaubten daran, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fallen könnte, und sie glaubten absolut daran, dass Blutopfer der einzige Weg waren, dies zu verhindern. Vielleicht, meine Lieblinge, vielleicht lagen sie völlig falsch, aber vielleicht war ihre Tragödie, dass sie nicht genügend Blut vergießen konnten, um das Herabfallen des Himmels zu verhindern. Ja, nein, kann man, nein. Nein, man weiß es doch besser. Oh Mann! Auch 1899 wusste man es besser. Also so viel setze ich mal voraus. Okay, also wir lassen jetzt hier wieder Wasser ab. Glaube ich. Ja. Und damit können wir hier lang. Und da ist unser Pokémon. That's it, Papa. You're so near now. Ja. Kiddies, ich bin gleich da. Ich befreie euch. Okay, wir sind jetzt hier. Oh nein. Wieder so ein Mechanismus. Erstmal wirst du wieder eingesperrt. Ja, wirklich. Dann drehst du hier an dem Rädchen, damit die Tür zugeht. An dem Rädchen kannst du noch nicht drehen. Dann sagst du hier on. Kurze Frage, wieso sind jetzt die ganzen Schweine da reingezogen worden? Muss mich leider schon verabschieden. Springe jetzt zum ist der Dot. Viel Spaß euch noch und viel Glück. Danke fürs Reinschauen. Ja, die Menschen werden zu Schweinen irgendwie umgewandelt. So ist zumindest meine Vermutung. Und dann kriegen die da irgendwelche Tränke und allem drum und dran. Also wie so eine Art Sekte, um ins Paradies einzuziehen. Warum auch immer. Und dann macht man mit denen ganz kaputte Experimente. Ist der Dot denn jetzt schon heute wieder online? Die Zeit? Krass. Ach ja, heute ist ja Donnerstag. Heute fängt ja, glaube ich, um 14 Uhr an. Cool. Viel Spaß auf jeden Fall dabei. Und danke fürs Reinschalten. So, jetzt machen wir erstmal die nächste Tür auf. Und ich habe die böse Vermutung, dass, auch wenn ich zu meinen Kindern hinkomme, dass die vielleicht auch zu irgendwelchen Schweinen verwandelt worden sind. Ich hoffe nicht. Und dass wir dann vielleicht noch so wie so eine Art Gegenmittel benötigen? Wäre die nächste Vermutung. Was machen die da unten? Oh Gott! Nee. Mach doch nicht sowas. Mach die Tür auf. Oh. So, sind hier, sind hier meine Kinder? Irgendwo? Bitte? Kann ich die...
Oh nee! Doch nicht sowas. Und die schlafen einfach wie in Käfigen. Oh nee. Kinder, seid ihr hier? Kinder, oh, bitte nicht. Wichtig, arbeitet zusammen. Schlaft alleine. Verbrüderung wird nicht toleriert. Okay. Oh, und hier müssen wir runter. Oh nee. Oh nee. Ich will das nicht. Oh Gott! Jetzt geht's nach unten zu den Viechern, ne? Oder? Also, irgendwie tun mir die aber auch leid. Weil die können ja nichts dafür. Die wurden ja einfach nur... ja, die wurden ja einfach genommen. Ohne dass die irgendwie sagen konnten, ich möchte das nicht. Das ist... ah, nee. Ja, das ist wirklich schade. Wirklich krass. Oha. Hätte ich hier nicht auch ohne Schaden runterkommen können? Zum Beispiel hier so mit so einer Treppe. Ja, hallo? Hallo? Lol. Okay. Oh. Warum machen wir das jetzt hier so durch die... durch die Kanalisation oder durch die Rohre halt. Macht doch gar keinen Sinn. Also macht schon Sinn, aber also nee. Aber das ist sau gefährlich. Also egal ob Sinn oder nicht Sinn, aber gefährlich ist es wie Sau. Oh nee, nee, nee. Nee, hier komme ich nur wieder da hoch. Nee. Nein, nein, nein. Oh. Ich wollte jetzt nicht schon wieder Schaden kriegen. Okay. Wir sind irgendwie hier und können jetzt hier raus. Okay. Ich wollte gerade hier noch rechts gucken können, wo wir jetzt hinkommen. Oh. So, weiter geht's. Du, du, du. Okay, jetzt hören wir uns erstmal wieder an, was uns wieder erzählt wird. You could not have seen it yourself and not, Professor. As we disembarked, even through my fever, I saw the detritus of this so-called progress. I saw starvation and disease, rot and destruction polluting the waters of the Empire. We are ruiners, you and I, and all of us, and we make the world unclean. And you took it upon yourself to act as Redeemer. Professor, I would not be so presumptuous. I am merely a conduit. I am constructing an architecture to wrestle our damnation to the ground and smother it with steam. Nee. Ja. Ja. Also, ja. Ohne Worte. Mir... He's here! Okay, okay. Bleib doch hier. Also sind ja wahrscheinlich nur unsere... I said you'd come. Ja. Ich möchte euch befreien. Oh, da kommt wieder Pokémon. Lass uns das Pokémon in Ruhe. Oh. Ahead, the trickle to still waters. I drag myself deeper into the temple. Downward, ever. Towards a wind that held the voices of my children. Beckoning me to set them free. Yeah. Oh nein. Oh nein. Habt ihr das gerade gesehen? Da war so ein eine Blutwolke, sage ich jetzt mal dazu. Oh nein, waren das jetzt unsere Kiddies? Was ist denn jetzt hier schon wieder los? Du, lass mich in Ruhe. Was war das gerade ganz kurz? Da war die Schweinemaske ganz kurz da. Oh, ey. Das weiß doch nichts Gutes. Das weiß nichts Gutes. Oder? Wir drehen einfach mal am Rad. Machen wir einfach mal Sachen an. Weil genau hier
Genau hier war dieser, ich sag jetzt mal, Blutfleck. Okay. Ich kann jetzt hier nur das Rad anmachen. Okay. Gibt's hier noch irgendeine Sache, die ich mitnehmen muss? Vielleicht? Nee. Okay. Okay, komm, ich spring jetzt mal hier runter. Ei. Kriege ich eigentlich Leben selbstständig wieder dazu? Weil ich habe bis dato noch nichts gefunden, was Leben wieder regeneriert. Aber jetzt sieht nämlich alles bei mir ziemlich rot aus. War vielleicht nicht so clever, da jetzt einfach so runterzuspringen. Hä? Ich habe ja gerade was gehört. Oh, hallo? Kiddies? Geh doch schnell hier hoch! Okay, geh nicht schnell da hoch! Es sind mehr als nur einer! Oh. Ganz schnell! Bisschen leider! Ganz schnell! Okay, wir haben es geschafft! Ey, das war aber auf jeden Fall mehr als nur einer! Ei, Freunde! Damit habe ich nicht gerechnet! Und so spielen wir doch auch nicht, oder? Wir machen noch easy! Easy peasy. So, wir gehen erstmal hier unten gucken, damit wir den Bereich soweit durch haben. Und gucken dann da oben weiter. Oha. Wie es da weiter geht. Da ist eine Leiter. Okay, komm, dann gehen wir erstmal wieder zurück. Gucken erstmal dann oben, was wir da noch so haben. Vielleicht kommen wir ja da nicht weiter. Vielleicht ist ja da eine Sackgasse, weil hier ist ja der Hauptpumpensteuerraum. Jawohl. Und hier kann ich an diesem Rädchen drehen? Nee, kann ich nicht. Warum kann ich hier nicht an dem Rädchen drehen? Ah, weil ich hier erst noch was reparieren muss wahrscheinlich. Und das hier auch noch, ne? Genau, okay, cool, cool. Jetzt kann ich an dem Rädchen drehen. Okay. So, geht jetzt hier diese Tür auf? Anscheinend nicht. Schade. Und dann gehen wir doch wieder zurück. Dann gehen wir jetzt wieder nach unten. Weil da geht's ja dann anscheinend weiter. Oder? Ja, ne? So, wir hüpfen nicht runter. Weil, nein, das machen wir nicht. Sondern wir nehmen die Leiter. So wie es sein soll. Gerade sagen, so wie es sein soll, aber ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Ist das jetzt... Nee, oder? Nee. Okay, also wir können auf jeden Fall hier wieder hoch. Aber warum konnte ich denn jetzt hier runter? Hä? Einfach eine Sackgasse? Warum? Warum baut man sowas? Also klar, um den Spieler ein bisschen zu verwirren. Aber... Hä? Mach doch nicht sowas mit mir. Oder muss ich hier hin? Nee. Oder muss ich da unten irgendwas finden? Auch nicht, oder? Muss ich jetzt hier vielleicht irgendwie wieder zurück? Also hat sich jetzt hier irgendwas getan? Oh, ist ja gut. Ah, durch den Dampf komme ich nicht. Ich kann ihn mir angucken. Advanced. So, hier geht's auch nicht weiter. Hä? Muss ich denn hier runter wieder? Jetzt bin ich wieder verwirrt. Jetzt geht wieder die Sucherei los. Wir laufen hier lang, weil uns das egal ist, was diese Elektro-Viecher von uns wollen. Ja, mach ruhig.
Wir haben hier das nächste Tor, was wir öffnen können. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ach, und dann können wir hier wieder den nächsten Raum erkunden. Das finde ich doch schön. So, dann erstmal wieder drehen. Dann jetzt hier wieder Schalter umlegen. Wunderbar. Dann hier wieder drehen. Ah ne, zuerst muss der Druckohrs umgemodelt werden. Ja, hast du gemacht? Jetzt können wir. Wunderbar. Und jetzt kann ich doch den hier dann schon wieder runter machen. Sehr gut. Ja, langsam kriege ich es hin mit der Mechanik. Kann ich jetzt eigentlich hier auch das wieder zurückdrehen? Nee. Schade. Gut. Ja, jetzt sind wir hier angekommen. Wo sind wir denn hier? Meine Güte, jetzt geht's aber hier los. Hauptsystemzugang. Ah, dann lass uns doch mal reingucken, was sich dahinter verbirgt. Oh, ich habe ein bisschen Bange. Muss ich sagen. Okay. Okay. Gut, hier haben wir noch wieder eine Notiz. Hauptsystemzugang. Das sieht aber ein bisschen mager aus. 15. März 1899. Habe mich krank und durchgeschwitzt auf meinem Bett zusammengerollt. Sie reinigen das Zimmer über mir, aber ich kann nur die Stimmen aus diesem unfassbar liebenswürdigen Stein hören. Er singt mir vor und ich träume von einer großen Maschine. Auf den Ruinen der alten Welt werden wir eine neue bauen. Wir werden Blumen in dem verfallenen Brustkopf pflanzen. Sie werden wachsen und verhindern, dass der Himmel herunterfällt. Ich erinnere mich, wie er mir zuflüsterte, als wir uns krank und würgend hin und her rollten. Und ich erinnere mich, als wir in Southampton an Land gingen und wie wir beide weinten, denn es war exakt dieselbe Schändung, von der er mir vorgesungen hatte. Und dann kamen wir nach London und ich setzte ihn auf einen Kaminsims. Und dann ging ich ins Haus, versammelte die Diener und machte mich dran, sie neu zu gestalten. Und dann ging ich in den Garten und begrub diese winzigen, zerschmetterten Schädel unter meinen kleinen, klagenden Bäuschen der Rhododendren. Meine Güte. Ja, nee, ist klar. Er hat seine Diener sich neu zusammengesetzt. Halt völlig normal. 1899, ja, war so gang und gäbe. Nicht, meine Güte, der Typ, der hat auch ein bisschen was an der Waffel, ne? Aber gut. Stopp! Kein Zugang für unautorisiertes Personen. Die Verwaltung. Ja, na dann, ich gehöre zur Verwaltung. Wer was anderes behauptet, lügt. Behaupte ich jetzt mal. And you came then to London, and you set me upon a mantelpiece, and then you went into the house and gathered the servants, and we set you and I on crafting them, and then you went into the garden and buried those tiny shattered skulls alone. Das war genau der Text, den wir gerade gelesen haben. Children, Mandus, to spare them the world you have created for us all. Oh nein. Jetzt sag mir bitte nicht, dass der irgendwas mit meinen Kiddies gemacht hat. Also wenn ich dieser Mandus bin, dann bin ich ja auch dieser kranke Typ. Ja, dann... Oh nee, ey. Wie tief haben die gebaut, damit das hier alles... Also ich bin ja nur immer tiefer und tiefer runtergegangen. Krass. Krass, krass, krass. Oh, dear God. Dear Christ, what is this place? Ja... Brennstab-Kontrollraum. Na dann. Gehen wir uns nochmal die Brennstäbe anschauen. Und setzen die anders? Neu ein? Oh Gott, hier sehe ich es.
Oh nee. Oh nee. Was ist da schon wieder so ein schönes Rätsel? Ein wunderbares Rätsel für den Penny. Hier geht's auch nochmal runter. Oh no. Aber erstmal hören wir uns hier wieder unser Kammerfühnchen an. And they feel no pain. The process is completely humane. Humane, Professor? That we judge the acceptable level of suffering by the human condition. Ask the beggar, Professor. Ask the orphan. Ask the whore. Ask the starving, Professor. The weak, the sick, the filthy. Ask them to define your humane. Humane. Ja, frag sie doch mal, wie menschlich das Ganze war, was du da so gemacht hast. Und ich hoffe nicht, dass wir Mendes sind, dass wir der Verantwortliche sind, der hier den ganzen Blödsinn da gemacht hat. Das wäre echt nicht... Nee. Nee. Weil dann würde ich mich wirklich die Treppe einfach zig mal runterstürzen. Einfach nur, damit ich dann weg bin. Aber gut. Ich schaue gerade auf den Timer und sehe gerade, wir haben die anderthalb Stunden wieder voll. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß in der heutigen Folge. Lasst gerne im Kommentarbereich kurz mal eine Info da, ob euch dieser, das, was wir jetzt hier gerade so machen mit den anderthalb Stunden Folgen, ob das euch auch wirklich gefällt oder eben halt nicht. Ja, würde uns auf jeden Fall viel, viel bringen oder uns weiterbringen oder helfen, wenn ihr uns da kurz was dazu schreibt. Ansonsten lasst gerne ein Like da und auch gerne ein Abo. Und wir sehen uns wieder morgen zu einer weiteren Runde Amnesia Uncut. Bis dahin sage ich erstmal, reingehauen!